Hallo mein Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir mal einen Nudelauflauf mit Frikadellen. Dazu kocht ihr als allererstes euch ein paar Nudeln nach Packungsanleitung etwas vor. Welche Sorte Nudeln ihr da nehmt, ist euch überlassen. Ich habe die Nudeln jetzt schon mal vorbereitet, die sind jetzt schon gekocht. Dann nehmt ihr eine Auflaufform, die fettet ihr euch ein bisschen mit Margarine ein. Und dann könnt ihr in die Auflaufform schon mal eure vorgekochten Nudeln geben. Als nächstes nehmt ihr jetzt fertig gekaufte Frikadellen. Ich habe jetzt hier so kleine Bällchen. Die schneidet ihr euch in Scheiben. Frikadellenscheiben legt ihr dann einfach oben auf die Nudeln drauf. Als nächstes nehmt ihr einen Topf. Da gebt ihr jetzt Schlagsahne und Frischkäse rein. Das Ganze kocht ihr dann auf und dann lasst ihr den Käse in der Sahne schmelzen. Die Käsesoße schmeckt ihr euch dann mit Salz und Pfeffer ab. Dann gebt ihr die Käsesoße über den Auflauf drüber. Als nächstes braucht ihr Mozzarella und den schneidet ihr euch auch in Scheiben. Die Mozzarella-Scheiben verteilt ihr euch jetzt auch oben drauf noch auf dem Auflauf. Und zum Schluss wird das Ganze noch mit geriebenem Käse bestreut. Dann wird der Auflauf bei 180 Grad nochmal ungefähr 20 Minuten im Herd überbacken. Und so sieht der Auflauf dann fertig überbacken aus. Ich hole jetzt mal ein Stück aus dem Auflauf raus und hier seht ihr jetzt den Auflauf auch mal, wie er von innen aussieht. So meine Lieben, das war es dann schon wieder für heute. Das war mein Nudelauflauf mit Frikadellen. Ihr habt gesehen, das ist ein ganz einfaches Rezept und geht auch ganz schnell. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!